So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Minecraft-Aufnahme. Wie ihr vielleicht schon hört, es rauscht bei mir im Hintergrund nicht mehr. Ja, ihr habt ja mit Sicherheit gemerkt, dass es beim Mikrofon immer so ein Hintergrundrauschen gab, wenn ich denn irgendetwas aufgenommen habe. Dieses Rauschen sollte nun entfernt sein. Denn ich habe mir nämlich noch was dazu gekauft für die Aufnahmen. Und zwar eine externe Soundkarte. Das heißt, mein Mikrofon läuft jetzt direkt über den USB-Eingang. Das war vorher ja nicht möglich, weil dieses Mikrofon, mit dem ich aufnehme, keinen USB-Eingang hat. Also habe ich mir dazu noch eine externe Soundkarte geholt. Und nun sollte das Rauschen eigentlich weg sein. Was war denn da? Wieso steht denn der Creeper dort drin? Der steht in meinem Weizenfeld. Gut, den müsste ich dann wahrscheinlich auch nochmal dort rauskicken. Aber erstmal muss ich, glaube ich, was essen. Wie sieht's aus? Ich habe hier noch einen Apfel im Angebot. Dann haue ich mir den erstmal rein und dieser scheiß Creeper dort drin. Ja, ist klar. Jetzt stehst du hier bei mir vor der Tür. Komm, ich lass dich rein. Ich bin so eine... bin so gastfreundschaftlich. Na komm rein. Lauf, 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 lauf. Nein, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Shit. Ich habe nämlich kein Essen mehr gehabt und ich konnte nicht mehr laufen. Ach... das habe ich ja eben schon wieder ganz und gar verpeilt. Ach du Schande. Das ist natürlich gleich ein super Beginn für eine Aufnahme. Wieso kommt der hier nicht raus? Ach du Schande. Gut, Erde habe ich aber noch hier. Das ist nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, jetzt kommt hier keiner von hinten und wumst mich weg. Das ist ein super Start in die Aufnahme. Nee, der muss weg. Der muss hin. So, hier muss noch Kies hin. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich muss das nämlich alles wieder komplett ausbauen, sodass da gar nichts spawnen kann. Nicht ein bisschen. So, da muss Erde hin, da muss Erde hin, da. Da und dort. Das ist schon die Erde hier vorne, das braucht sie nicht. Hier kann... der Block ist da. Jetzt müssen wir hier nur noch dort Erde hin. Jetzt habe ich gar keine Erde. Doch, habe ich noch. Dann muss hier, dort und dort. Und der Rest müsste Zaun hier sein. Hier müsste aber auch noch Kies hin. Muss ich mal kurz schauen. Hier ist doch irgendetwas falsch. Ja, klar, die... das muss gar keine Erde hier sein, das ist alles Kies. Dann nehmen wir das nochmal weg. Und dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Holz, Kies. Habe ich noch Kies hier drin? Hier habe ich noch Kies drin. Gut, dann mache ich das mal so. Dann haue ich das hier wieder mit Kies voll. Zack. Nee, du nicht. Hier muss dort, dort, dort... werde ich mich wahrscheinlich sowieso verbaut haben, weil... jetzt verlängere ich nämlich erstmal hier den Zaun wieder. Ah, das ist ja... ich hatte gedacht, ich komme an diesem Viech noch vorbei. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. So, der muss noch hin. Nee, der muss da nicht hin. Da muss wieder ganz normal Holz hin. Ein Holzblock. Dann muss ich... da muss ich... dann muss ich hier jetzt erstmal das Ganze wieder auffüllen. Das heißt, ich brauche Holz. Davon werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr so viel haben. Zack, zack. Dann hier noch. Da muss ich mal kurz überlegen, wie war denn das Ganze mit der Tür? Hier muss auf jeden Fall noch Holz hin. Aber habe ich noch genug Holz? Das ist hier die Frage. Ich habe nur noch einen Holzblock. Doch, hier habe ich noch Eichenholz. Dann nehme ich das so lange mit. Und warum ruckelt das hier bei mir gerade? Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier vielleicht
noch irgendetwas runterstellen kann. Renderdistanz. Es ist ja schon relativ weit zurück, also noch weiter kann ich damit ja nicht zurück. Normal, dann machen wir das mal. Mit dem ändert sich nichts. Qualität, also irgendwas kann ich hier meistens rausnehmen. Aber gut, wir lassen das einfach mal so. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall Eichenholz, habe ich hier im Inventar. Dann machen wir das so. Dann haben wir noch 21, das reicht. Die Tür habe ich im Inventar, komischerweise. Die hat er mir noch da gelassen. Jetzt brauche ich Holz, Holz. Da ist hier schon irgendwas falsch gelaufen. Muss mal kurz gucken, wie war denn das auf der anderen Seite? Ach nee, gar nicht wahr. Hier hatte ich ja auch noch Glas. So, das muss auf jeden Fall weg. Wie war denn das jetzt? Ich hatte das doch genauso wie hier. Sprich, da muss Holz. Ach nee, kann ich ja gar nicht ganz und genau vergleichen, weil hier habe ich ja zwei Türen. So, da ist der Weg. Und wenn ich rausgegangen bin, dann hatte ich doch hier Holz, 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 Holz. Und dann hatte ich hier dort die Tür drin. Hier hatte ich Glas, in dem und in dem. Habe ich noch Glas hier irgendwo rumfliegen? Ich müsste hier eigentlich noch irgendwo Glas haben. Irgendwo müsste hier noch Glas sein. Glas, 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 da haben wir Glas. So, dann kommt dort das Glas wieder rein. Und dann brauchen wir nur noch die... Dann brauchen wir nur noch die Tür. Die Tür haben wir hier. Zack. Und die Tür muss von außen rein. So, und damit müssten wir eigentlich unseren Eingang jetzt wieder fertiggestellt haben. Nachdem uns der Creeper dort alles gesprengt hatte. Und ein bisschen Zuckerrohr hat er mir abgerissen, glaube ich. Das habe ich aber schon aufgenommen. Nee, habe ich nicht. Ist hier noch irgendwo Zuckerrohr? Der hat mir doch hier... Wo war das? Oder täusche ich mich? Ich kann mich auch täuschen. Aber gut, damit haben wir das jetzt hier wieder fertig aufgebessert. Mann, das war ja ein guter Start in die Aufnahme. Zack, raus und bumm, ist alles weg. So, ich werde das mal wieder in die Küste zurück tun. Was brauchen wir nicht? Das brauchen wir nicht. Holz. Ich wehre mich jetzt unbedingt dort hinten zu meinem Gestein wieder zurück. Tropenholz. Lassen wir hier. Apfel lassen wir mal hier im Inventar. Den werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Den ganzen Cobblestone werde ich jetzt wahrscheinlich nicht brauchen. Deswegen lasse ich davon nochmal was hier in der Truhe, in der Kiste. Was kann noch weg? Der Faden kann weg. Und den Rest, den lasse ich jetzt einfach mal. Obwohl, alles will ich ja nicht hier drin haben. Nicht unbedingt. Eisen lasse ich nämlich auch schon mal hier. Das lasse ich hier. Die Samen lasse ich hier. Dann habe ich hier noch eine weitere Truhe. Wo soll ich denn mit der hin? Ach, hier ist ja auch noch ganz gut Platz. Dann lasse ich das hier, das. Den und den lasse ich einfach mal 64 mal Kies hier drin. Und die Erde behalte ich noch hier drin. Dann machen wir das so. Oder erstmal so. Dann kann das kann dort rein. Das kann auch hier rein. Das muss ich später nochmal wieder einpflanzen. Der Zaun, der kann hier rein. Die Fackeln lasse ich mal hier drin. Wo hatte ich jetzt die anderen restlichen Fackeln gelassen? Die hatte ich jetzt nicht hier drin. Wo sind die denn jetzt geblieben? Die anderen restlichen Fackeln. Ich hatte doch hier noch welche. Wo sind denn die Fackeln hin? Dort ist noch Brot. Kann ich auch mal einstecken. Werde ich wahrscheinlich noch brauchen. Aber wo sind die restlichen Fackeln? Ich habe hier gar keine Fackeln mehr drin. Das heißt, ich muss mir jetzt auf die Schnelle noch irgendwie Fackeln machen. So, hier haben wir dann die Kohle dafür. Jetzt brauchen wir nur noch Stickies.
haben wir hier. Gut, da mache ich mir mal noch 64 weitere Fackeln, würde ich mal so sagen. Ich mache mir 2x64 Fackeln. Die werde ich wahrscheinlich alle benötigen. So. Zack, zack. Ich lasse das einfach mal im Inventar drin. Denn ich kann mir vorstellen, dass ich sie vielleicht nochmal benötigen werde. Wie sieht's aus mit restlichem Essen? Dann kann ich davon auch gleich mal was mitnehmen. Da haben wir nur noch einmal verrottetes Fleisch. Ich hatte jetzt aber erstmal so an Steak gedacht. Oder habe ich noch was in meinem Ofen? Ne, da ist nur noch Glas drin. Nochmal Glas. Aber ich habe da noch irgendwo was zu essen drin gehabt. Das kann doch nicht schon alles gewesen sein. Aber das sieht so aus. Nur noch verrottetes Fleisch. Ne, 6x Steak haben wir hier noch. Gut, dann nehme ich das auch noch mit. Dann gehe ich jetzt mal kurz schlafen. Und dann machen wir das gleich mit der Steingeschichte, die wir dort hinten haben. Hier ist jetzt aber nichts drin, oder? Nee. Gut. Dann wollen wir doch mal schauen, wie wir das gleich hinkriegen werden. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, das mit dem Kistenlager, das ist auch mal so eine Sache, das schiebe ich jetzt auch schon Aufnahme für Aufnahme vor mir rum, aber das muss ich auch unbedingt irgendwann mal machen. Ich weiß noch nicht, wann ich das mal irgendwann hinkriege, aber ich muss es auf jeden Fall mal hinkriegen. So, ihr seid alle versorgt. Für euch habe ich jetzt auch gar nichts dabei, fällt mir gerade ein. Kein Weizen, kein nichts. Gut, dann gehen wir mal zurück zu unserer Steinsgeschichte dort und wollen wir doch mal schauen, ob wir da noch das finden, wonach wir suchen könnten. Wie zum Beispiel Diamanten. Eisen ja auch. Aber Diamanten noch viel mehr. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So, dann sind wir jetzt hier unten. Dann müssen wir hier wieder runter. Und dann sind wir jetzt... Ja, hier. Da wollen wir doch mal schauen, ob wir hier noch was finden. Oh, hier geht's gleich mit Eisen weiter, das ist gut. Davon habe ich zwar noch eine Menge, aber gut, das werde ich immer mal wieder gebrauchen können. Eisen schadet uns auf jeden Fall nicht. Zack, zack. Oh, hier geht's noch weiter. Und das war's dann wahrscheinlich schon, was Eisen ist. Aber gut. Das macht ja nichts. So, dann kriegen wir noch ihn hier weg. Aber was mich ja jetzt endlich freut, ist, dass dieses dämliche Rauschen aus dem Hintergrund weg ist. Da hatten ja auch schon viele einen Kommentar zu abgegeben, wie ich das Ganze dann doch beseitigen könnte, sprich mit Audacity im Endeffekt nochmal den Rauschentferner drüber legen oder einfach ein paar Einstellungen unter Windows 7 festlegen, sodass das Rauschen dort von Anfang an schon unterdrückt wird und. Das hatte ich auch alles ausprobiert gehabt, nur immer mit dem Ergebnis, dass sich die Audioqualität dadurch immer mehr verschlechterte, sprich, dass irgendwie ein Hallen im Hintergrund zu hören war oder dass, ja, dass die Stimme so kratzig wurde, so ganz komisch. Habt ihr vielleicht auch schon mal gemerkt, wenn ihr einen Rauschentferner drüber gelegt hattet. Und ja, das war alles nicht das Wahre. Und das habe ich mir jetzt endlich mal gedacht, irgendwas muss doch zu machen sein, damit dieses Rauschen endlich ein Ende hat. Und dann habe ich bemerkt, dass bei mir ein Unterschied besteht, wenn ich mein Mikrofon in den USB-Eingang stecke oder wenn ich mein Mikrofon in diese anderen kleinen 3,5 mm Klinken stecke. Und das weiß ich nämlich daher, da ich ja noch mein altes Mikrofon habe, was ja noch für USB gedacht war. Das ist ja aber nicht dieses Mikrofon, sondern das ältere. Und dann fiel mir ein, das könnte tatsächlich daran liegen, dass mein PC mit diesen Klinkeneingängen nicht wirklich gut zurechtkommt. Und dann hatte ich mir einfach gedacht, gut, jetzt muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich endlich... Was ist das denn? Lava?
Lava. Jetzt fällt das alles schon in den ganzen Mist dort rein. Ach du Shit. Haben wir dann irgendwie... Gut, dass ich Erde mit dabei habe und das alles ein bisschen ausbauen kann. Ne, der muss weg. Aber ich komme dort unten nicht ran. Shitty shit. Ich kann mich da jetzt nur fallen lassen, aber das ist ja auch immer so eine gefährliche Sache hier. Ich mache es einfach. Ach du Schande. So, wo sind die ersten Viecher? Ihh, ein Schleimi. Kommt denn der hierher? Eigentlich bin ich doch hier gar nicht bei so einem Schleimgebiet. Dann komm her, lass dich killen. Schleimis. Wieso habe ich hier Schleimis? Da ist ganz viel Eisen, das müssen wir gleich mitnehmen. Aber erstmal will ich mich hier noch ein bisschen umschauen. Ja, da kommen noch mehr Viecher. Dort hinten ist noch alles dunkel. Dort ist auch alles mit Wasser voll. Hier scheinen auch noch Viecher über mir zu sein. Hört sich so danach an. Aber dann kann ich erstmal das ganze Eisen hier mitnehmen. Aber was ja jetzt schon wieder so richtig dämlich von mir ist, ist ja eigentlich, dass meine Eisenspitzhacke jetzt auch nicht mehr für die Ewigkeit hält. Aber gut. Wir machen das jetzt erstmal. Wir nehmen erstmal alles mit hier, was wir hier finden. Und das ist ja auch schön, dass wir noch so eine kleine Extra-Höhle hier unten haben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht findet die noch den Anschluss zu der anderen Höhle. Könnte gut möglich sein, weiß ich aber nicht. Aber damit könnte ich mir diese Situation hier ein bisschen erklären. So, ja, du machst dort hinten richtig Alarm, ich höre dich schon. Alter, ist hier richtig viel Kohle, das lohnt sich ja richtig. Das lohnt sich ja richtig. So, dann wollen wir mal hier oben auch noch. So, hier haben wir alles. Jetzt kommt hier noch, ach du Schande, haben wir hier viel. Das hätte ich aber jetzt nicht erwartet, hier so viel noch zu finden. So.